Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute zu den drei größten Fehlern, die du auf Tinder, LaVou oder anderen Flirtplattformen, auch Instagram oder Facebook machen kannst, wenn du Online-Dating betreibst. Also Online-Dating, großes Thema, wird immer beliebter, aber viele Männer gehen da sehr, sehr falsch ran. Ich spreche immer wieder mit Männern, immer wieder Männer am Telefon, die mit mir über Online-Dating sprechen wollen, die mich fragen, hey Tim, was sind denn die wichtigen Punkte, was muss ich beachten? Und natürlich gibt es sowas wie plattformabhängige Unterschiede. Manche Plattformen arbeiten einfach signifikant anders als die nächste Plattform. Aber es gibt doch einige Sachen, die du beachten solltest, wenn du erfolgreich Online-Dating betreiben willst, wenn du die Frauen treffen willst, wenn du sie dann auch wiedersehen willst, wenn du mit ihnen schlafen willst, wenn du mit ihnen zusammenkommen willst, you name it. Was auch immer du davon willst, ein paar Grundlagen solltest du beachten. Und die erste Sache, die sehr viele Männer, ja, nicht unbedingt falsch machen, aber wo viele Männer nicht verstehen, dass da der Hauptteil der Energie erstmal rein investiert werden sollte, ist, dass dein Profil und vor allem deine Profilbilder schlecht oder, naja, so halbarschig gemacht sind, sage ich mal. Denn du musst verstehen, das Profil ist der erste Eindruck, den die Frau von dir bekommt. Und das ist in den meisten Fällen der einzige Eindruck. Das ist der Eindruck, der entscheidet, ob sie jetzt bei Tinder nach links oder nach rechts swiped. Dazu zählt deine Profilbeschreibung, aber vor allem auch die Fotos. Und es gibt gewisse Dinge, die du machen willst in Fotos und gewisse Dinge, die du nicht machen willst in Fotos. Du kannst dir gerne mal meinen Instagram-Account zum Beispiel anschauen, Tim L. Wolzen, oder auch gerne den benutze ich immer als Beispiel von RSD Max, den kennst du vielleicht aus. Auch, ich glaube, er heißt Max Berghof oder so, Bergmann, keine Ahnung, RSD Max, bei Instagram müsstest du eigentlich finden. Sein Instagram-Account ist ein wesentlich besseres Beispiel als meiner. Mein Instagram-Account ist mehr auf die Zielgruppe Männer zugeschnitten, denn ich habe da sehr viele Fotos mit Frauen. Funktioniert aber auch bei Frauen, solange, und das siehst du dann auf meinem Profil, solange nicht zu explizite Sachen drauf sind. Also es soll nicht der Eindruck entstehen, du hast mit jeder von dieser Frau, mit der du ein Foto gemacht hast, irgendwie geschlafen oder so. Sondern es soll mehr so der Eindruck entstehen, hey, Frauen fühlen sich generell wohl mit dir und haben Spaß mit dir. Wenn du so einen Eindruck über dein Profil kreieren kannst, was das Thema Frauen auf deinen Fotos angeht, super. Du solltest Abstand nehmen von Fotos, die du selbst gemacht hast, von Selfies, weil das immer erstens sehr billig wirkt, sehr schlecht gemacht wirkt und zweitens den Eindruck vermittelt, okay, irgendwie hast du keine Freunde. Das ist natürlich nicht so, das ist einfach nur ein Eindruck, der vermittelt wird, aber darum geht es ja. Die Leute kennen dich eben nicht und können deswegen nur diesen Eindruck wahrnehmen, die sie von dir bekommen, durch das Profil. Das heißt, optimalerweise lässt du Fotos von denen machen. Wenn du wirklich sagst, okay, Online-Dating, da will ich mich jetzt vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren, da will ich das mal ausprobieren, vielleicht sagst du sogar, hey, ich mache mir irgendwie ein Profil bei Tinder oder bei LaVou und zahl dafür Geld, dann bitte mach dir zuerst gute Fotos. Investier zuerst in gute Fotos, bevor du dann in das Online-Portal an sich investierst. Geh meinetwegen zum Fotografen, frag einen Kumpel von dir, der vielleicht eine Kamera hat oder eine Freundin, die eine Kamera hat. Ganz viele Frauen, aber auch viele Männer rennen mit irgendwelchen Canon-Kameras rum, mit irgendwelchen Spiegelreflexkameras und freuen sich sehr riesig, wenn sie irgendwelche professionellen, halbprofessionellen Fotos von dir machen können. Mach einfach Fotos vor coolen Gebäuden, vor coolen Hintergründen, die gut ausgeleuchtet sind und wo du was Ordentliches anhast. Und dann hast du schon sehr, sehr gute Fotos. Dann bist du da schon besser als 95% der anderen Leute. Und wenn andere Leute mit auf deinen Fotos drauf sind und du Spaß mit denen hast, wunderbar. Das ist eine Sache, die kannst du zum Beispiel in meinem Profil, wie gesagt, Tim Ennewolzen auf Instagram, ich verlinke es dir hier unten auch, kannst du dir mein Profil mal anschauen. Ich habe da ein, zwei Fotos von einer Hausparty, wo ein professioneller Fotograf Fotos auf einer Hausparty gemacht hat, den wir organisiert haben und dort sieht man mich eben mit Frauen und wir haben Spaß, spielen so ein bisschen Bierpong und das sind super, super Bilder. Eine andere Sache, die du auch teilweise auf meinen Bildern siehst, das habe ich sehr lange nicht richtig gemacht, aber teilweise siehst du es auf meinen Bildern, ist, wenn du Bilder machst, dann kann es sich anbieten oder kann es von Vorteil sein, wenn du in die Ferne guckst. Also wenn du nicht direkt in die Kamera guckst, sondern einfach irgendwo anders hin guckst, so als wäre da gerade irgendwas anderes, was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das erweckt den Eindruck, als wäre das kein absichtlich aufgenommenes Foto gewesen, sondern als wäre das ein Foto gewesen, das zufällig aufgenommen wurde. Du siehst das, wie gesagt, wenn du auf meinem Instagram-Profil mal schaust, da kannst du sehr gut sehen, was ich meine. Die Fotos wurden tatsächlich aus Versehen aufgenommen. Das sind keine gestellten Fotos gewesen. Und genau diesen Eindruck möchtest du optimalerweise vermitteln. Ja, wir reden hier immer von optimal. Mir ist schon klar, dass jetzt nicht jeder irgendwelche Hauspartys schmeißen wird und da einen Fotografen besorgen wird, wie wir das damals gemacht haben, in Berlin, um einfach coole Fotos zu haben. Das wird natürlich nicht jeder machen und die Möglichkeit hat nicht jeder und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber einen gewissen Standard solltest du schon auf deinen Bildern haben. Mach keine Fotos von dir im Unterhemd oder von dir mit deinem Auto, Poser-Fotos, zieh dir was Ordentliches an.
Schau, dass du eine ordentliche Belichtung drauf kriegst, dass es nicht zu scheiße aussieht, nicht wie mit einer Kartoffelkamera fotografiert. Und dann bist du good to go, was die Fotos angeht. Ne? Das sind so ein paar Guidelinien für Fotos, aber wie gesagt, schau dir das ruhig mal an. Und ich erwähne hier an der Stelle Instagram, weil Instagram natürlich genauso wie Facebook irgendwo auch Online-Dating ist, so wie Tinder oder LaVou. Es ist halt nicht direkt eine Plattform für Online-Dating, aber du kannst die gleichen Mechanismen darauf anwenden. Ne? Also es gibt ja auch Leute, habe ich gehört, die irgendwie auf Instagram oder Facebook Frauen anschreiben und die dann da treffen. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Frau dein Instagram-Profil tauscht, wenn ihr euch kennengelernt habt, meinetwegen, du hast ja bei Straße angesprochen, dann kann ich das halt sehr weit bringen, wenn du ein gutes Profil hast. Die Grundidee ist die gleiche bei den sozialen Netzwerken wie bei den Online-Dating-Plattformen. Na, und dann hast du noch die Beschreibung. Du hast halt die Möglichkeit, eine Beschreibung zu schreiben. Sei da ein bisschen kreativ, erzähl auch gerne ein bisschen was über dich. Wichtig ist einfach nur, dass du vielleicht eine kleine Beschreibung hast. Ne, positive Sachen wie, wenn du sehr groß bist, würde ich immer in die Beschreibung reinschreiben, weil Größe doch ein Faktor ist, der für Frauen sehr wichtig ist. Zumindest meiner Erfahrung nach, wenn du sehr groß bist, schreib es rein, wenn nicht, lass es raus. Ansonsten ist die Beschreibung nicht super wichtig. Die Beschreibung dient dann mehr dazu, dass eine Frau dich anschreiben kann, wenn sie Interesse daran hat. Also es sollte einfach irgendwas in deiner Beschreibung sein, was ihr die Möglichkeit gibt, dich anzuschreiben. Und das ist jetzt nichts Kompliziertes, es reicht schon, wenn da steht, ich mache gerne Sport oder bin sehr humorvoll oder was auch immer. Naja, also das ist jetzt nicht das Optimum, aber da ist jetzt die Messlatte dafür eigentlich nicht so besonders groß. Das ist die erste Sache, die du beachten solltest, beziehungsweise erste Fehler, den die Männer machen, dass sie sich nicht ordentlich um ihr Profil kümmern. Wenn das Profil einmal da ist und du hast ein gutes Profil, dann hast du schon mal sehr viel richtig gemacht. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist, dass viele Männer nicht mit genug Frauen schreiben. Na, viele Männer gehen das von einer etwas falschen Sichtweise an. Im Sinne von, oh mein Gott, jetzt habe ich hier ein Match mit einer, jetzt schreibe ich erstmal intensiv über ein paar Wochen mit der und dann gucken wir mal, was daraus wird. Und währenddessen schreibe ich aber mit keiner anderen. Also manche Männer gehen das so ein bisschen an, wie auch viele Männer das im echten Leben angehen. Im Sinne von, oh Gott, da gibt es da nur die eine online, das ist jetzt meine, ich habe die zwar noch nie gesehen, aber ich werde die auf jeden Fall, wird das meine Frau. Schreib halt mit vielen Frauen. Also wo zum Beispiel der Alltag, Frauen auf der Straße, im Club ansprechen, schon von dir erfordert, dass du auch viele Frauen kennenlernst, erfordert Online-Dating von dir noch mehr. Du musst noch mehr Frauen anschreiben, noch mehr Frauen kennenlernen. Ganz, ganz viele Sachen werden im Sand verlaufen. Einfach weil online, ja, online ist, weil die Frau hat keine Möglichkeit, ihr habt keine Möglichkeit, euch irgendwie kennenzulernen, keine Möglichkeit zu gucken, gefällt man sich überhaupt. Da ist das Kennenlernen im Alltag schon deutlich von Vorteil. Deswegen, viele Sachen werden online verlaufen, die vielleicht im echten Leben nicht verlaufen würden. Da kannst du nichts gegen machen. Deswegen ist es so wichtig, dass du mit vielen Frauen schreibst und dass du nicht denkst, okay, jetzt habe ich hier mal eine, mit der ich schreibe, jetzt ja, schreibe ich keine andere mehr an, bis ich mit der zusammen bin oder eben nicht so. Und dann bist du vielleicht mehrere Monate, schreibst du da mit einer rum und es passiert einfach nichts. Und ja, währenddessen gehen dir einfach ganz viele Möglichkeiten durch die Lappen und am Ende stehst du dann wieder ohne Kontakt zu Frauen da. Und das führt uns auch direkt zum dritten Fehler, den viele, viele Männer machen, nämlich, dass sie einfach viel zu lange auf diesen Plattformen sind. Na, du musst verstehen, dass diese Plattformen, gerade die Online-Dating-Plattformen, Instagram und Facebook da an der Stelle nicht so sehr, aber gerade die Online-Dating-Plattformen sind halt dafür da, dass du auch Dates daraus machst, ne? Und die Dates machst du halt im echten Leben. Was ich am schnellsten oder was ich machen würde und was ich immer mache, wenn ich Online-Dating benutze, ist, dass ich von dort aus relativ schnell zu WhatsApp wechsle. Na, also ich gucke so ein bisschen, schreibe ein bisschen mit der, dann warte ich so darauf, dass wir beide komfortabel miteinander sind, dass sie komfortabel mit mir ist, weil ich habe an sich kein Problem, meine Nummer rauszugeben, ich habe da keinen Stress mit. Ich warte halt, bis sie relativ komfortabel mit mir ist. Das kann nach zwei, drei Hin- und Her-Nachrichten sein, kann aber auch nach 4, 5 Hin- und Her-Nachrichten sein. Und dann wechsle ich relativ schnell auf WhatsApp. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen sortiere ich die Frauen aus, die irgendwie nicht bereit sind, in diese Richtung zu gehen, weil was will ich mit denen? Ich habe nicht Tinder und LaVou, um dann die ganze Zeit da rumzuschreiben und mir daraufhin runterzuholen. Sondern ich will die Frauen da treffen und gucken, ob die cool sind. Ne? Und deswegen sortiere ich damit direkt die aus, die in diese Richtung nicht mit mir unterwegs sein wollen. Und das ist super, dann sind die schon mal raus. Auf der anderen Seite holst du die Frauen dann weg von dieser Dating-Plattform. Denn die Leute sind nicht auf der Dating-Plattform die ganze Zeit unterwegs. Ne? Du siehst halt bei WhatsApp, du bist mehrmals am Tag in WhatsApp, aber du bist meistens nicht mehrmals am Tag in der Dating-App drin. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber du willst normalerweise die Frauen da relativ schnell wegholen. Hier auch Facebook, Instagram fällt da nicht so sehr mit rein. Hier geht es wirklich mehr um die Dating-Plattformen Tinder, LaVou, Badoo, Jaumo und so weiter. Ne? Du willst die Frauen da relativ schnell wegholen zu WhatsApp, weil da kannst du sie besser erreichen. Plus, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, da kannst du Sprachnachrichten machen. Ne, und ich schreibe den Frauen dann meistens sowas wie, hey, pass auf, lass uns doch auf WhatsApp wechseln, ich finde das ein bisschen persönlicher, dann kann ich dir auch irgendwie ganz entspannt eine Sprachnachricht machen. Hier, schreib mir einfach mal Hi an und dann schreibe ich hier meine Nummer.
So normalerweise mache ich das und das klappt auch in den meisten Fällen. Manche Frauen gehen an der Stelle verloren, aber eigentlich die wenigsten. Wenn das Schreiben über ein paar Hin- und Her-Sätze schon funktioniert hat, dann kommt man auch meistens rüber zu WhatsApp. Dann mache ich eine Sprachnachricht, denn durch die Sprachnachricht kann sie sich dann noch mehr an dich gewöhnen, kann sich noch besseren Eindruck von dir machen. Optimalerweise macht sie dir auch eine von sich, dann kannst du dir einen Eindruck von ihr machen und dann seid ihr schon auf einer ganz anderen Vertrauensebene, als wenn ihr nur schreiben würdet. Und von da aus kann es dann relativ schnell auch zum richtigen Geld kommen. Man geht einen Kaffee trinken oder über einen Weihnachtsmarkt oder was auch immer man macht, das ist ja Wayne. Von da aus kann es ganz schnell zu einem richtigen Date kommen und das ist optimalerweise den Prozess, den du gehen willst. Und viele Männer, wie gesagt, bleiben stecken und sind dann über mehrere Tage, Wochen und ich hatte auch schon Fälle, wo Männer über mehrere Monate mit Frauen im Online-Dating geschrieben haben, ohne sie jemals zu treffen. Sie haben vielleicht manchmal mit denen telefoniert, aber sie haben sie nicht getroffen und in meiner Welt geht sowas halt überhaupt gar nicht. In der Zeit, wo ich mehrere Monate in eine Frau investiere und die nicht mal sehe, habe ich auf der Straße schon wieder 10 neue Frauen kennengelernt, an einem Tag, wohlbemerkt. Deswegen, ja, bleib da nicht so lange hängen. Schau, dass du mit den Frauen auf das nächste Level kommst. Wenn sie nicht wollen, ist es okay. Dann hast du noch eine Million andere Frauen auf Tinder wie oder auf Tinder oder Wu und so weiter. Deswegen ist es so wichtig, dass du mit mehreren Frauen schreibst. Und dann kann Online-Dating auch für dich erfolgreich sein. Das sind absolut die drei Grundregeln, die du beachten musst. Ansonsten wird Online-Dating für dich eine ziemlich harte Nummer sein. Wie gesagt, Profil super wichtig. Kümmere dich darum zuerst. Investiere auch darin zuerst Geld und Aufmerksamkeit und Mühe. Und dann kommen die anderen Schritte. Schreib mit vielen Frauen und sieh dazu, dass du relativ schnell auf WhatsApp kommst. Du bleibst nicht auf den Online-Plattformen hängen. Wenn du eine Frage hast zum Thema Online-Dating, ich glaube, es hat es ganz gut zusammengefasst, schreib sie mir in die Kommentare, Videovorschläge in die Kommentare. Ansonsten geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder hier oben links. Abonnierst du den Channel, wenn noch nicht geschehen. Hier unten rechts kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.